Dann darf ich euch begrüßen zur PK nach dem 23. oder am 23. Spieltag. Ratio Farm Ulm gewinnt gegen den mitteldeutschen BC mit 79:75 nach einem sehr, sehr harten Kampf, nach einem intensiven Spiel. Silvano Poropat, Gästecoach, mit der ersten Einschätzung zum Spiel. Ach, ist das jetzt so schwer nach so einem Spiel. Schwer, was Gescheites zu sagen, ohne zu übertreiben oder ohne zu untertreiben. Puh. Ich gratuliere Thorsten seiner Mannschaft zu einem guten Spiel. Die haben es am Ende die wichtigen Sachen gemacht gegen unsere Presse. Und gegen unsere Verteidigung haben die dann irgendwie auch eine richtige Lösung zum Schluss gefunden. Ich bin aber stolz auf mein Team. Ich denke, das war eine grandiose Leistung heute für MBC-Verhältnisse. Wenn man hier gegen Ulm kommt und bis die letzte Sekunde eine Chance hat zu gewinnen, ich denke, man kann nicht mehr erwarten. Und man kann nur, sagen wir so, stolz sein. Klar, wir wollen alle gewinnen. Wir wollen immer gewinnen. Und wenn man so ein Spiel verliert, dann ist zuerst mal eine kleine Enttäuschung da. Aber ich denke, in die Zukunft können wir positiv schauen, weil wir können viele gute Sachen aus diesem Spiel rausnehmen. Danke. Dankeschön, Thorsten. Das war wahrscheinlich einer der am härtesten erkämpften Siege heute in der Saison. Würdest du mir da so recht geben? Ja, wobei wir sehr wenig Spiele diese Saison hatten, die nicht hart erkämpft werden mussten. Danke mich bei Silvano für die Glückwünsche. Er hat gesagt, dass er stolz auf seine Mannschaft ist und ich finde, das kann er voll und ganz auch sein. Ich bin froh, dass wir gegen diese gute Weißenfelser Mannschaft gewonnen haben. Ohne Zweifel für mich die Überraschungsmannschaft der Saison. Spielen ganz tollen, leidenschaftlichen Basketball, spielen furchtlos. Was Silvano da in den letzten Monaten entwickelt hat, verdient Hochachtung. Und umso glücklicher bin ich, dass wir gegen diese Mannschaft gewinnen konnten. Ich habe nicht erwartet, dass es nochmal so wie im Hinspiel wird. Da haben wir sie vielleicht auch im falschen Fuß erwischt, aber seitdem spielen sie tollen Basketball und mir war einfach nur wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Wie wir das gemacht haben, sah nicht immer schön aus, aber es war kämpferisch auf jeden Fall ansprechend. Im ersten, zweiten und im dritten Viertel bin ich auch über weiten Strecken mit der Verteidigungsleistung zufrieden. Im letzten Viertel hat dann der Gegner zu viele Punkte gemacht, aber auch wir haben deutlich mehr gemacht, wir haben schneller gespielt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es nicht bis in die letzten Sekunden spannend bleibt, aber mein Eindruck war, dass wir Kontrolle über das Spiel in der zweiten Halbzeit gewinnen konnten und deswegen denke ich, ist das auch ein verdienter Sieg gewesen. Vielleicht direkt, bevor es Nachfragen zum Spiel gibt, ein Kommentar zur Auslosung Pokal-Halbfinale. Schön. Gut, dann eure Fragen. Denkt bitte an das Mikrofon, das bei der Kamera liegt. Der Kunde hat nicht angefangen und hat das rechte Knie getaped. Ist er angeschlagen oder verletzt? Was hat er? Sehr gut beobachtet. Er hat ja schon seit mehreren Wochen Kniebeschwerden. Die sind letztlich ein Tick schlimmer geworden, sodass wir ihn auch über weite Strecken aus dem Training haben rausgenommen. Er hat heute auf die Zähne gebissen und hat uns ganz wichtige Minuten gegeben, gerade in der zweiten Halbzeit mit den beiden Dreiern einen ganz wichtigen Impuls gegeben, aber auch defensiv die Mannschaft nach vorne getrieben. Aber es war klar, dass er nicht die Minuten gehen kann, die er sonst geht. Und deswegen hat Edgar Sosa gestartet. Frage an Silvano. Martin Smyers musste heute zu Hause bleiben. Gab es da einen speziellen Grund dafür? Warum gerade er? Gibt es bessere Fragen nach so einem Spiel? Mensch. Weil wir wollten mit Guards ein bisschen mehr Druck machen. Ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Spielen ein bisschen die Puste ausgegangen ist bei den Guards, weil wir einfach keine
gute Rotation hatten. Ich wollte das ein bisschen verstärken. Und das Ergebnis ist, dass der Oli Klee gespielt hat heute. Gibt es weitere Fragen an die beiden Coaches? Das nochmal. Du hast ein technisches Foul bekommen. Mhm. Was hat dir da nicht gepasst? Wir haben sehr gute Verteidigung gespielt. Cameron Long wird mit dem Unterarm weggeschoben bei einer hervorragenden 1 gegen 1 Verteidigung an der Baseline. Dafür haben wir noch eine Verwarnung bekommen wegen Floppings und mit der Entscheidung war ich nicht einverstanden. Also war es eine einzelne Entscheidung in dem Moment, nicht generell? Ich weiß nicht, warum ich das technische Foul bekommen habe. Wahrscheinlich, weil ich gemeckert habe. Ich habe auch schon vorher gemeckert. Ich muss mich da besser im Griff haben. Aber ich war halt mit der Entscheidung dann eben speziell nicht zufrieden und da sich dann meine Verärgerung ein bisschen hochgespielt hat, habe ich mich zu einem technischen Foul hinreißen lassen. Sonst weiter keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen guten Nachhauseweg.